Hallo Ann-Kathrin. Hallo Leonie. Was hast du mit dem Freiwilligendienst zu tun? Ich leite die Arbeitsstelle Freiwilligendienste. Machst du das gerne? Super gerne. Das ist der beste Job, den man sich vorstellen kann. Ann-Kathrin oder Anna? Geht beides. Gerne Anna, das sagen, glaube ich, die meisten. Seit wann arbeitest du denn schon in der Arbeitsstelle Freiwilligendienste? Oh, schon super lange, seit ungefähr 15 Jahren. Wenn du dein Leben lang nur noch ein Gericht essen dürftest, welches wäre dies? Eis. Welches Eis? Da bin ich sehr flexibel, aber Milchspeiseeis wäre cool. Der Freiwilligendienst ist eine super Sache, weil? Weil er jungen Menschen und im BFD 27 plus auch älteren Menschen ermöglicht, nochmal eine ganz neue Perspektive auf sich selbst und das eigene Leben zu finden und zu wachsen. Hast du selbst auch einen Freiwilligendienst gemacht? Leider nein. Ich hätte das, glaube ich, gerne gemacht, aber ich wusste damals einfach nicht, dass es sowas gibt. Und wenn du jetzt daran zurückdenkst, wo hättest du den denn wahrscheinlich am liebsten gemacht? Ich glaube, gerne in so einem Dekanatsjugendbüro oder so, weil ich super viel kirchliche Jugendarbeit gemacht habe und, glaube ich, richtig Bock gehabt hätte, das nochmal auf so einer Dekanatsebene zu machen. Tee oder Kaffee? Auf jeden Fall Kaffee. Schwarz oder mit Milch? Schwarz, was ist das für eine Frage? Pizza oder Burger? Pizza. Welche? Fungi. Was war das letzte Konzert, das du besucht hast? Wow, das ist schwierig. Es sind ja super viele Konzerte wegen Corona ausgefallen. Ich weiß gar nicht, was das letzte war. Das erste, was ausgefallen ist, war Giesbert zu Knüpphausen, der mit der Philharmonie in Duisburg Schubert gespielt hätte. Welches Konzert würdest du abseits dessen gerne mal besuchen? Ich besuche super gerne und viel Konzerte und ich bin da super flexibel. Ich entdecke auch gerne mal neue Sachen, die ich nicht kenne. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr nervt dich Corona? Unterschiedlich. 8, würde ich sagen. Was ist deine Lieblingsaufgabe in deinem Job? Eine meiner Lieblingsaufgaben ist die Begleitung des Stipendienprojektes, weil es einfach so ein super Projekt ist und es ist für mich ein richtiges Geschenk, das im Rahmen meiner Arbeitszeit machen zu dürfen. Mit welcher berühmten Person würdest du gerne mal essen gehen? Wow, keine Ahnung. Du dürftest für einen Tag tun und entscheiden, was immer du möchtest. Was machst du als erstes? Freie Fahrt für Freiwillige, deutschlandweit. Was möchtest du allen Freiwilligen mit auf den Weg geben? Nutzt einfach das Jahr für euch. Ich glaube, da liegen super viele Chancen und macht das Beste draus. Wie guckst du, wenn du erfährst, dass Seminare endlich wieder in Präsenzform stattfinden dürfen? Yeah. Danke, Anna. Gerne.